Aber da jede Simulation eine andere erzeugt, wird das Original unten immer mehr beschwert. Letztendlich selbst, wenn... Bis endlich, selbst wenn nur eine weitere Simulation erstellt wird, egal wie abstrakt, diese würde reichen, um sie zu überlasten und die komplette Struktur zum Kollabieren zu bringen. Sag mir, sind wir an der Spitze dieses Stapels? Ja, sind wir. Dann, es gibt etwas, das ich noch immer nicht verstehe. Warum schneidest du die Endlosschleife nicht einfach von Anfang an ab? Warum versuchst du diese Welt zu erhalten, ohne uns zu eliminieren? Und warum bist du hier, sich überhaupt die Mühe machen, mit uns darüber zu sprechen? Warum redest du überhaupt mit ihm? Hey, ich bin genau hier. Das ist schwer zu sagen, er ist... Lenri? Sag mir, wer ist wie für dich? Für mich? Für mich bist du niemand. Aber dann wieder, das bedeutet nicht viel. Ich bin nicht so unterschiedlich wie dieser Reisbot dieser Welt nach all dem. Du siehst nicht aus wie ein Reisbot. Nein, ich hoffe doch nicht. Warst du auch eine KI, welche für die Simulationen umgerüstet wurde? Nun nicht genau. Aber nach dem Schlamassel räume ich auf jeden Fall auf. Diese Welten mögen Simulationen sein, aber die Atomisierung folgt immer noch den Gesetzen der Physik. Durch einen Fehler, wirklich. In solchen Fällen muss beispielsweise jemand manuell verhindern, dass alles implodiert. Zum Glück habe ich zufälligerweise eine angeborene Missachtung der Gesetze der Physik. Aber das ist alles eine Geschichte für einen anderen Tag. Ich kapiere nicht, was passiert. Hey, was bist du? Ja toll, sie hat ein Loch in Deck. Warum ist das hier? Sollen wir? Warum ist der Papierflieger aus A Bird Story hier? Es gibt viele Tangenten da draußen hinter dieser. Jeder Moment erblüht zu unzähligen eigenen Zweigen. Aber diese besondere Tangente wird beobachtet, weil sie etwas Besonderes ist. Es ist etwas Besonderes, und obwohl es an der Spitze des Stapels steht, war sie fast identisch mit der grundlegenden Realität. Dort begann sich alles auf die gleiche Weise zu entfalten. Nach der Lavendel. Deine Kindheit, deine Jugend, deine Diagnose. Und genau wie hier, gegen alle Widrigkeiten, du hast weitergemacht. Niemals einen Moment zu verschwenden, um so viel von der Welt zu enträtseln, wie man kann, solange man noch kann. Du hast so viel gelernt, wie du konntest, hast alles versucht, was du konntest. Du hast jemanden kennengelernt, jemand mit dem du dir eine Zukunft ausgemalt hast. Und du hast einen Beruf ergriffen, in dem du das Gefühl hattest, etwas bewirken zu können. Zumindest für eine Weile. Bis es zu etwas anderem wurde, zu viel, um es zu ertragen.
Du bist geflohen, hast die Welt bereist. Und dich gefragt, warum du es nicht schon früher getan hast. Die fundamentale Wirklichkeit, von der wir kommen, ist immer gleich verlaufen. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt. Als du von der Reise zurückkamst und erfahren hast, dass du schwanger bist. Als du auf dem halben Weg zwischen dir und dem Kind krank wurdest. Als du diese Entscheidung treffen musstest zwischen dir und dem Kind. Du hast dich entschieden, deine Operation zu verschieben, bis es geboren war. Du hast dich für das Kind entschieden. Herzlichen Glückwunsch, aber bitte ruhen Sie sich gut aus. Sie brauchen etwas Zeit, um sich zu erholen. Doch wir sind schon recht fortgeschritten. Wir werden Sie bald in die chirurgische Abteilung versetzen. Ich verstehe. Wie geht es ihm? Es geht ihm gut. Du bist diejenige, um die wir uns Sorgen machen sollten. Er ist winzig. Unser kleiner Toby Waynard. Eigentlich diesbezüglich habe ich nachgedacht. Nun ja, vielleicht sollte er stattdessen deinen Nachnamen einnehmen. Mein Nachname? Ich meine, ich wüsste keinen Grund, der dagegen spricht. Aber nachdem kann ich mir eine Menge Gründe vorstellen, warum er das sollte. Das würde mir gefallen. Obwohl, Toby passt nicht so gut mit Watts, oder? Hast du denn etwas anderes im Sinn? Wie wäre es mit Neil? Hallo, Neil Watts. Neil. Ja, gefällt mir. Unser kleiner Neil Watts. Im Grunde genommen hatte dein Sohn nie die Schwierigkeiten, die eine frühe Geburt mit sich bringt. Dr. Watts. Er hat die Kindheit gut überstanden. Mit all der Liebe, die du und Quincy ihm geben konnten. Aber was dich betrifft, du hast dich nie ganz erholt. Durch die Verzögerung konnte die Behandlung deinen Verfall nicht rückgängig machen. Und du hast einen Großteil der restlichen Jahre bettlägerig verbracht. Doch vielleicht aus dem Willen heraus, für ihn da zu sein, hast du lange über deine Prognose hinausgelebt. Und ihn aufwachsen zu sehen, wenn auch nur ein bisschen länger. Aber irgendwann, als du gefühlt hast, dass deine Zeit naht, hast du ein paar alte Freunde aufgesucht, um ihm etwas zu hinterlassen, wenn er aufwächst. Du hast ihm ein Stück deiner Erinnerungen hinterlassen. Zu der Zeit gab es keine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln, aber trotzdem, eines Tages hast du gehofft. Wenn es regnet, schüttet es. Kurz nachdem du gestorben bist, wurde bei deinem Sohn die gleiche Erbkrankheit diagnostiziert. Aber vielleicht war es eine Mahnung an seine begrenzte Zeit hier. Memento Mori. Dieses Bild. Es hat etwas in ihm aufgewühlt, es hat ihn weitergetrieben, so wie es bei dir war. Und obwohl er versuchte, sich von anderen zu distanzieren, weil er wusste, was diejenigen erwarten könnten, die ihm zu nahe kommen, war er nicht bei allen erfolgreich. Langsam von den Grundlagen ausgehend arbeitete er sich hin zu den Forschungen, die du hinterlassen hast.
Aber trotz all dem, als die Zeit kam, immer und immer wieder wurde er von der Stiftung wegen deines Vorfalls abgelehnt. Stattdessen suchte er nach einem alternativen Weg. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten. Er wendete sich an eine externe Firma, die die unvollkommene Technologie lizenzierte. Und ziemlich schnell hat er sich hochgearbeitet. Mit etwas Hilfe von einem Freund. Es war ein Unternehmen, in dem man nach wie vor auf den Code und die Hardware der Technologie zugreifen konnte. Eine Firma, die es nutzte, um letzte Wünsche zu erfüllen, indem sie die Erinnerungen in ein neues Leben implantierte. Eine Firma namens Sigmund Corp. Es sind viele Jahre seither vergangen. In dieser Zeit hat er zahllosen Patienten geholfen und so viele Leben verstreichen sehen. Und das alles, während er die Technik mit der Hardware und dem Datenzugriff in Eigenregie perfektionierte. Und heute in dieser Welt hatte er Erfolg. Die Welt, in der wir leben, und jede Welt auf dem Stapel, auf dem sie steht, sie sind das Ergebnis des ersten funktionalen Stresstests der von ihm perfektionierten Maschine. Der erste erfolgreiche Test, die Maschine, die er gebaut hat, wofür ist sie? Ein Fenster zu einer Welt, in der jeder einen Teil von sich selbst zurücklassen kann, wenn er nicht mehr da ist. Damit jeder, der jemals existierte, egal wie flüchtig, einen dauerhaften Platz in dieser Welt haben kann. Und ohne sich früher verabschieden zu müssen, als sie es müssen. Um all die verschiedenen Dinge zu sehen und zu erleben, die dieses Leben zu bieten hat. Mein ganzes Leben hier seit dem Tag, an dem ich geboren wurde, ich wünschte, ich hätte damals eine andere Entscheidung getroffen. Ich bin so froh, dass ich irgendwo da draußen es tat. Ich bin so froh, dass er es geschafft hat. Es ist an der Zeit. Jetzt wurde wieder die Grenze der festgelegten Ereignisse überschritten haben, muss diese Tangente beendet werden. Beendet? Es ist nur eine Tangente. Kannst du es nicht einfach nur dieses eine Mal laufen lassen? Aber es ist noch nicht nur diese eine Tangente. Von den unzähligen Fahnen, die der Test erzeugt hat, ist dies nicht der einzige, der diesen Punkt erreicht hat. Während ich auf diesem Dach zu dir spreche, rede ich auch zu tausenden von anderen Versionen von dir anderswo. Auch sie haben es geschafft, tief genug zu graben, um mich zu finden. Und wenn ich sie nicht beende, wird die Stiftung scheitern und ungeachtet dessen alles mit sich nehmen. Diese Welt war nicht dazu bestimmt, über diesen Punkt hinaus zu existieren, aber die Welten beiseite, ich habe vielleicht eine Möglichkeit, ihm mehr Zeit zu geben. Wenn ihr bereit seid, kommt mit mir. Es gibt einen Ort, an dem wir gehen müssen. Anomalie entdeckt. Reisbot? Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Hey, können Sie mit uns kommen? Nein, leider nicht. Wo wir hingehen, gibt es kein Protokoll für Sie. Sie werden hier bleiben müssen. Hey, wegen dem, was vorhin passiert ist. Ich weiß, es war ziemlich beängstigend. Hm? Schau, ich nehme es dir nicht übel, dass du weggelaufen bist. Um ehrlich zu sein, ich war so in Panik, ich habe gar nicht gemerkt, dass du weg warst. Auf der anderen Seite, es tut uns leid, dass wir diese Welt gelöscht haben.
Ich würde sagen, die Neugierde hat die Katze getötet, aber ich schätze, wir waren nie wirklich lebendig. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, was du vorhast, aber... Vielleicht sehen wir uns eines Tages bei einem Neustart und finden es heraus, ja? Pass auf dich auf, kleiner Bursche. Pass auf dich auf, kleiner Bursche. Also, das hast du gehört, richtig? Bestätigt, ich bin mit Lindrichs Daten zuvor verbunden. Aber keine Sorge, da ich gut versiert bin... Gut versiert in was? Beim Aufhören zu existieren. Ich werde täglich ausgeschaltet. Ich bin nicht sicher, ob das dasselbe ist, aber wollen wir es hoffen. Es kann keinen Unterschied im Nichts geben. Leb wohl, bis zum nächsten Mal. Leb wohl, Reisbot. Leb wohl. Ja, da sind wir aus dem Boden gekommen. Die Hausverwalter wären außer sich. Frech. Ja, noch mit Lindri reden. Geht es dir gut? Hey, Lindri. Ja. Ja, mir geht es mehr als gut. Nun sollen wir gehen. Nur noch einen Augenblick. Beeil dich, die Zeitausdehnung wird dich ewig halten. Ich will noch einmal speichern, hier sicherheitshalber. Sollen wir gehen? Verlassen. Ja, Lindri? Ich bin bereit. So, wohin gehen wir? Irgendwo weit weg, aber du wirst in guter Gesellschaft sein. Nun, diese Fahrt könnte ein bisschen intensiver sein als die letzte. Möchtest du den Vordersitz oder den Rücksitz? Es ist mir eigentlich egal. Ich schätze, Lindri kann sich nach vorne setzen. In Ordnung, deine Entscheidung. Wir haben unser Ziel erreicht. Sieht so aus, als wären wir die Letzten, die ankommen. Die Letzten? Was ist das alles? Sind das alle Versionen von dir aus Tangenten, die ich mich materialisiert habe? Ja. Zumindest die, die noch zu verwerten sind. Verwertbare? Nun, wir können nicht jede abtrünnige Version von dir erweitern, aber wenn wir die, die ähnlich genug sind, zusammenführen, dann gibt es nur einen Satz, um den wir uns kümmern müssten. Das ist der Weg, um die abtrünnigen Endlosschleifen zu beenden und trotzdem dich zu behalten, in einem gewissen Sinne. Wo wir gerade dabei sind. Ich glaube, alle sind hier. Und da sind sie jetzt zusammengeschweißt.